Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir kennen es alle, wenn die Raids einfach nicht laufen, wir andauernd sterben und sich das durch mehrere Tage zieht. Sodass man eigentlich nur noch die Tastatur gegen die Wand feuern möchte. Und dann gibt es diese kleinen Momente, diesen ersten Raid, der besser läuft. Gar nichts Weltbewegendes, aber dieser holt uns aus der Pechsträhne endlich raus und es kann weitergehen. In diesem Raid bin ich mit Diablo of Customs unterwegs für die Quest Punisher Part 3, bei der ich 25 Scavs mit der AKSU erledigen muss und das auch nur, weil der Tag bis dahin sowas von beschissen für mich lief, dass ich eigentlich schon ausmachen wollte. Aber mehr will ich auch gar nicht spoilern. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich gehe jetzt hier durch und gehe einfach so durch. Du bist hier bei den Garagen, ne? Mhm. Neben mir, ja. Muss eh noch kurz warten, bis die hier spawnen können am Big Red. Dauert auch mal eine Minute mindestens. Sieht aus, irgendwas gehen? Okay. Wo? Im Kanal. Ja. Schläft es oder? Ja, ja. Schläft nach hinten, also. Zum. Naja, Richtung Mauerdurchbruch beim Big Red. Ja, genau. Ein Skeffi-Wesen sein. Rechts, was läuft das? Was ist rechts? Ganz rechts hier am Eingang. Ach, hinter uns. Semi-Spieler, ja. Sei leise, sei leise. Das ist ein Spieler. Ja. Hätte ich gehört. Hä? Leises Gangart? Hier hinten? Ich hab dich auch drehen gehört. Oh, scheiße. Er macht Taschenlampe an. Shit, ich hab ihn abgelenkt. Ah, ich bin tot. Oh, er auch. Mein Gott, scheiße. Ja, fuck. Sobald ich gesehen habe, dass er da ist und ich wusste auch wo genau, bin ich sofort hoch. Hä? Ist noch ein Spieler. Scheiße. Ja, der ist nämlich als Dings rein. Oder irgendwas. Okay. DS hat er sogar geschossen. Ich hab's gedacht, er hat mich nämlich eben auf Pappe stapfen hören. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß er, dass ich rechts von ihm bin, er wird gleich lugen. Dann habe ich die Granate, weil ich sie ja eh schon gezogen hatte, einfach links. Oh, geil. So macht Spaß. Granatenkill. Der erste für die scheiß Quest. Und verhofft kommt auf. Ah. Ja. Ja, Mensch. Ui, schöne MCX. Schöne MCX.
Scav. Ja, bevor die mit den Waffen abhauen. Warum wollte der nicht? Okay, alles klar, jetzt. Hallo Thomas, Elas. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Hier, guck dir den Sack an. Direkt die Taschenlampe geballt. Die ganze Waffe hat er sich gekrallt. Oh. Ja, gut. Na, ich. Hab ich den nur umgelegt, oder? Nein, nein, das war ich. Du warst schon tot, du hast gesagt. Warte. Ja. Ich hab ihn ja voll beschossen, ne? Hm. Dieses Hundegebelle, ne? Was hast du geladen in deiner Knarre? PS. Okay. Sonst. Gut, und euch? Ich warte noch auf meine Kollegen zum Daddeln. Dem wünsche ich dir ja natürlich auch immer einen guten Start ins Wochenende. Uns geht's auch gut, freut mich, wenn es dir auch gut geht. Und dann hoffe ich, die lassen dich nicht allzu lange warten. Ne? Sonst gewöhnt man sich noch daran, lange am Leben zu sein. Das wäre ja schrecklich. So, das will ich behalten. Das will ich auch behalten. Okay, den Rest kann ich ja dann wegschmeißen. Mehr hast du nicht. Also Diablo geht's gerade nicht so gut, aber ich habe ihn gerecht und das freut ihn. Zwar nur minimal, aber ein bisschen schon. Schaut so gut wie nie jemand rein. So. Green Ice Tea. Ah, jetzt habe ich den ganzen anderen Scheiß noch dabei. Habe ich. Wo ich denn die Dock? Achso, die habe ich in meinem Rucksack. Wo ist die Waffe? Da. Oder der Omen-Container. Ja. Guckt nie einer rein. Deins habe ich schon gesaved, alles gut. Ich überlege, ne, die Weste ist es nicht wert, mitgenommen zu werden. So, ich fülle hier bloß noch Essen trinken auf und dann sehe ich zu, dass ich rauskomme. Ach, Polen kann ich gerade gar nicht. Was bräuchte ich denn trinken?
Sehr gut. Was hat er denn geladen? Oh! Blackout AP. Nice, die schmeckt. Die schmeckt und weckt, was in dir steckt. Wenn keiner kommt, wird Stream geschaut. Das ist auch eine Möglichkeit, Thomas, sag ich dir. Die Frage ist, wo gehe ich am besten raus? Ich muss ja nach ganz hinten durch. Das heißt, Dorms VX. Oder ich probiere nach hinten durchzukommen über die rechte Seite. Ich überlege, Dorms VX ist ein bisschen blöd wegen Dorms selber. Aber in letzter Zeit ist rechts auch viel los. Ach, scheißegal. Ich werde rechts rumrennen. Allerdings kommen mir da auch viele wegen Exit entgegen. Und ich kann nicht sicher sein, ob BX da ist. Achso, hatte ich gestackt? Ne, ich habe nicht gestackt. Siehst du? Hatte ich doch noch was vergessen. Oh, den Loot möchte ich rausbringen. Klar. Die MCX kann ich gut gebrauchen. Die AP-Muni vor allem. Grund ist gut, Olach. Warum nicht? Man muss ja auch mal wieder, wie ist das? Grüne Zahlen schreiben? Schwarze Zahlen? Ich weiß, schwarze Zahlen heißt das, glaube ich. Aber was wollten die hier hinten? Der eine hat auch AKSU vielleicht, ne? Ja. Hat auch die Scavs gesucht. Gehe ich mal stark von aus. Ah. So. Slickers noch reinhauen. Wasser noch reinhauen. So. Gut. Dann habe ich das. Dann kann ich mir die Nades noch hier oben hinschmeißen. Wasserleber brauche ich hier nicht. Okay, dokili. Gut, dann versuche ich es rechts rum. Wer bin ich denn? 46 Kilo. Keine Scavs da drüben. Shit. Das war vor mir, glaube ich.
Ist ein normaler Scav. Trotzdem weiß ich nicht, ob das so schlau ist, da rechts rumzulatschen, ey. Ich hab da Schüsse gehört. Ich glaube, ich renn links rum. Rechts. Hi Walle, Elas. Elas, it's welcome. Oder renne ich doch rechts rum? Ich weiß es nicht, Anna. Ist in EFT immer noch alles voller Schnee? Nö. Also es ist jetzt Frühling gerade, wenn du so möchtest. Wir haben Springtime. Das taut alles. Deswegen hört sich das Rennen auch so matschig an. Also der Schnee ist zwar an sich noch da, so ein bisschen, aber er ist schon matschig und geht weg. Deswegen ist auch nicht alles voller Schnee. Ich hatte den jetzigen Vibe mal ausgesetzt, weil mir das mit dem Schnee auf den Sack gegangen ist. Okay, deswegen den ganzen Vibe aussetzen. Also, das wird die kommenden Vibes für dich dann aber auch immer so sein, ne? Also, die wollen dann ja diese Jahreszeiten tatsächlich einführen als festen Bestandteil. Wie lange allerdings denn jede Season sozusagen immer geht, ist natürlich noch nicht raus, aber das wird öfter kommen. Ohne dir jetzt Unmut machen zu wollen, ja. Was war das gerade? Ich hätte safe schwören können, ich habe was gehört. Der nächste Vibe wird ja vielleicht Sommer, dann EFT sein, das ist richtig. Da ist dann vermutlich Sommer. Ah, da musst du sonst vielleicht, wenn die das wirklich jahreszeitenabhängig machen, also auch so wie es in Real Life ist, dann musst du ja rein theoretisch dann immer den Winter aussetzen. Aber das ist auch wieder blöd, oder? Einfach nur noch Sommer spielen, okay?
Bist du auch auf Twitch? Ja, Walle, bin ich auch. Auch gerade live. Da heiße ich genauso wie hier. Das Dumme ist immer, finde ich, dass du in Tarkov nie das Gefühl verlierst, gleich rücklings erschossen zu werden. Was ist denn das da vorne für ein kaputter Busch? Lol, hier sieht der ganz eigenartig aus. Oh, ist sogar offen. Das wäre nice. Walle, ich danke dir vielmals für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Wo ist denn der links hin? Gleich kommt. Sich so angehört, als ob. Ne? You need to be worried about Bear. Nö, ist weiter weggegangen. Egal. Dann next round. Twitch ist entspannter, okay? Wie ihr mögt, du. Wie ihr mögt.